Der Wein erfreut das Herz. Eine uralte Erfahrung, die schon im Alten Testament steht und die alle Weintrinker gerne bestätigen, bis heute. Wein ist ein köstliches Getränk, weil es so viele Sorten gibt und so viele Geschmacksrichtungen und fast jeder Wein neu ist. Ein absolutes Genussmittel, sagen wir da heute. Wein ist zum Genießen da und möchte unsere Lebensfreude anregen. Und genau dieses Element nimmt Jesus, um sich darin zu offenbaren. Sein Wesen zu öffnen. Es gibt ja die 7 Ich-Bin-Worte. Letzten Sonntag, ich bin der gute Hirte. Und heute, ich bin der wahre Weinstock. Was hat der Weinstock mit seinem Leben zu tun? Da, wo Jesus auftaucht und oft nur kurze Zeit, gewinnt das Leben an Freude. Da wird Leben wieder genießbar, da werden Dinge beseitigt, die die Lebensfreude hindern, und die Menschen sind dankbar für seine Gegenwart, die so viel Genuss und Freude bei ihnen auslöst. Es heißt, Christus ist der wahre Weinstock. Was ist am Weinstock wahr? Ein wahrer Weinstock ist, der nichts an sich hat, was ihn selbst verbirgt. Das ist ein Mensch, der nichts in sich oder an sich hat, das sein natürliches Wesen verbirgt, verzerrt, verdeckt. Wahr heißt im Griechischen immer das Offenbaren, das Aufzeigen, das Entdecken. Und auch Jesus ist ja ein Mensch, der so entdeckt lebt, der so offen, quasi durchsichtig lebt, auf den hin, von dem er kommt, dass er sagt, ja, das ist Leben. Ein Weinstock, der verwildert ist, verworren mit allem Möglichen, was an ihm dran zerrt, der bringt nicht die Frucht, die er bringen könnte, wenn er gereinigt ist. Deswegen heißt es, und jeder kennt es vom Garten, schneiden, 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 damit mehr wächst. Und Gott möchte haben, dass dieser Weinstock wächst, möglichst viel Frucht bringt. Dass wir so mit dem Leben umgehen und miteinander umgehen, dass wir möglichst fruchtvoll leben können. Das Leben genießen können, uns gegenseitig genießen können. Und er sagt auch, wie wir rein werden können, das ist ein lebenslanger Prozess, dass ich genau darauf achte, nicht nur im Garten, wo etwas weggeschnitten werden muss, sondern in mir. Und das ist, wir kennen das alle, unser Kopftheater, was wir so alles in uns gedeihen lassen, an Gedankenwelten, an Gefühlswelten, an Einstellungen, an Wünschen, an Problemen, um die wir kreisen. Das ist alles das, was den Weinstock, was uns zumacht, bedeckt, sodass wir nicht mehr frei raus agieren können. Und Jesus war so einer. Der war mit sich vollkommen im Reinen. Da gab es nichts an ihm, wo wir jetzt sagen müssen, hey, da musst du mal hinschauen, das stimmt nicht ganz. Und diese Achtsamkeit für sich selbst zu entwickeln, zu merken, wo etwas in mir geschieht, was nicht stimmt, was nicht
rein ist, womit ich nicht im Reinen sein kann. Und das ist einfach zu beenden oder im Bilde gesagt abzuschneiden. Jesus sagt nicht nur, was er ist, ein Freudebringer, ein Lebensbringer, ein durch und durch fruchtbarer Mensch. Er sagt auch, was wir sind. Er sagt nicht, was du bist. Er sagt, was wir sind. Und wir sind die Regen. Eine Rebe kann gegen den Versuch unserer modernen Subjektivität sich nicht einbilden, selbst zu wachsen, selbst Frucht zu bringen, selbst Wein aus sich herauszubringen. Die Rebe weiß, wo sie hingehört. Die Rebe weiß, woher sie ihre Kraft bekommt, ihren Saft, ihre Nahrung, ihre Informationen. Um das zu bringen, wozu sie da ist. Die Orientierungslosigkeit von vielen Menschen heute hängt damit zusammen, weil sie als Reben rumlaufen. Einzelne Reben. Da ist eine da. Wohin soll ich gehen? Wer bin ich eigentlich? Verloren zum Teil, desorientiert oder einsam. Ohne Kontakt. Ohne sich zum Ganzen dazugehörig zu fühlen. Das ist heute unser modernes Projekt des Subjektes und der Identität, wie wir das nennen. Ich bin identisch mit mir. Auf so einen verrückten Gedanken käme die Rebe nicht. Der Rebe ist ganz klar, ohne Weinstock kann ich überhaupt nicht existieren, gibt es mich gar nicht. Mich gibt es als Rebe nur, weil es den Weinstock gibt. Ich bin selbstständig, undenkbar. Und so lebt eine Rebe nicht in sich und ist nicht stolz auf ihr Rebesein, sondern sie ist ganz und gar gebunden und verbunden an das, was sie leben lässt, was sie stärkt, kräftigt, frisch hält, und das ist der Weinstock. Das heißt, was uns Menschen in möglichst hoher Energie leben lässt, in möglichst hoher Kraft leben lässt, in möglichst hoher Weisheit und Sensibilität leben lässt, das kommt nicht von uns selbst. Das kommt durch unser inneres Angebundensein, das heißt der Religio, das Wort Religio, mit diesem unerschöpflichen Kraftquell, der in jedem Menschen ist. Nur die Frage ist, bin ich mir dessen bewusst oder nicht? Lebe ich so, als wäre ich eine Rebe, die alles aus sich heraus schaffen muss und leisten muss? Oder genieße ich es, einen so tollen Anschluss zu haben, der mir alle Energie und Information gibt, die ich zum Leben brauche, wozu ich da bin? Ich erinnere mich an eine Frau, die hatte gerade ein ziemlich tiefes Tief durchschritten durch ihre Krebsdiagnose. Das ist schon für viele ziemlich heftig. Da geht man auf Grundeis, haben wir früher gesagt. Und so war das bei ihr auch. Also sehr verwirrend, sehr. Das Leben hat ihr zugesetzt in jeder Dimension, körperlich und psychisch. Und jetzt war sie aus diesem Tief heraus und sagte wieder:
jetzt glaube ich wieder an mich selbst. Ich kannte sie nicht so gut und ich war nicht allein mit ihr am Tisch. Deswegen habe ich geschwiegen, was ich sonst eigentlich nicht tue. Und dann hat sie etwas später gesagt, so im Nebensatz, und der liebe Gott wird mir auch ein bisschen helfen. Das ist Evangelium Live. Das ist gut, dass sie sagt, ich kann wieder an mich selbst glauben, es geht aufwärts. Ich kriege wieder Power, ich ziehe mich hoch. Ist zunächst mal wunderbar. Tausend besser, als wenn einer sich hängen lässt. Aber gerade im Nachsatz oder im Nebensatz, er wird mir hoffentlich ein bisschen helfen. Da spürt man deutlich die Gewichte. Da liegt das Gewicht auf der Rebe, nicht auf dem Weinstock. Das ist anstrengend wieder. Das ist anstrengend, sich hochzuziehen, sich ständig überwinden, mit letzter Kraft. Und er sagt uns dieses Gleichnis, du brauchst dich nicht selbst hochziehen. Du bist fest verbunden mit dieser Energie, mit dieser Power, sagt man im Englischen, die dich wieder auf die Beine bringen wird. Du musst dir vertrauen und du musst dir dessen bewusst sein, dass sie in dir ist. Und deswegen sagt Jesus, es ist so wichtig, dass du dran bleibst, dass du drin bleibst. Und ohne dieses Bleiben gehen wir halt wieder irre, werden wieder kraftlos, orientierungslos mit all unseren Schwächen, die werden dann wieder eben dominanter. Dieses Bleiben verlangt von jedem, dass ich in jedem Augenblick wach bin. Sobald ich den Weinstock vergesse, können messen, geht sofort der Pegel runter. Spürbar, psychisch spürbar, energetisch spürbar. Dann muss ich das in mir bewerten. Ich muss es sehen, dass es so geschieht. Und wenn ich merke, dass es so geschieht, dann werde ich darauf achten, ey, das Wichtigste für dich ist, das Wichtigste vor allem, achte, dass du drin und dran bleibst an ihm. Die Rebe lebt nicht in sich. Die Rebe ist dezentralisiert. Ihr ist völlig klar, ich bin nicht das Zentrum. Mein Ego ist nicht mein Zentrum. Ist nicht meine Mitte. Zentrum, wo ich verwurzle, wo ich wirklich drin und in bin, das ist er, Christus. Das ist das wahre Ich. Wenn ich sage, ich bin der Weinstock, würde ich das Ich groß schreiben. Das wahre Ich, in dem mein kleines Ich bestens aufgehoben ist. Da gehöre ich hin. Alles andere wird nicht zu dem führen, wonach ich mich sehne. Viele Menschen sehnen sich nach so einem Leben. Aber sie sehnen sich als Rebe, getrennt vom Weinstock, natürlich nur bewusstseinsmäßig. Sie trennen sich und dann sehnen sie sich wieder, verbunden zu sein. Und das in sich zu entdecken, ach Gott, was machst du da eigentlich in dir? Dazu hilft uns dieses schöne Bildwort. Das
religiöse Subjekt oder das Subjekt, das sich seiner Religiosität bewusst ist, lebt dezentriert zum einen, ich könnte sagen, zurück oder nach innen, zu Christus, und zum anderen nach außen, nach vorne. Der Rebbe ist ganz klar, wozu sie da ist. Das ist in keiner Sekunde eine Frage. Sie ist nicht für sich da. Eine Rebbe für sich ist absolut sinnlos. Ein Mensch für sich ist absolut sinnlos. Der einzige Sinn der Rebbe liegt darin, dass sie durch die Kraft, die ihr geschenkt wird und die Information, Frucht bringt. Dass da was rauskommt. Sie geht über sich hinaus, sie geht aus sich heraus und möchte nur eines, Frucht bringen. Und so können Sie sich das vorstellen mit zwei. Das eine, die Verwurzelung, die Verbundenheit mit Christus und hier die Frucht, das sind die Pole, in denen die Rebe sozusagen, bildhaft gesprochen, lagert. Darauf kommt es an. Woraus lebe ich? Und wozu, wofür lebe ich? Alles andere, was da mit mir passiert und mit der Rebe, ist uninteressant. Das kann ich vergessen. Worum wir uns ständig kümmern und was so wichtig ist, vergiss es. Und ich schließe mit dem wunderbaren Fakt: Jesus gibt beim letzten Abendmahl diesen Wein, der er ist. Und dieses Blut, mit dem er gelebt hat, das nur Freude und Energie ausgestrahlt hat, gibt er den Jüngern zum Trinken. Bleibt in mir und trinkt und trinkt. Und dieser Wein, den ihr jetzt trinkt, ist im Unterschied zu dem Wein, den wir aus dem Glas trinken, diese Freude ist durch die schlimmste Bitterkeit gegangen. Ist nicht gestorben, diese Freude. Und das dürfen wir trinken, hoffentlich bald wieder auch real.